Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es einmal wieder um einen Skill Report fürs Amazon Echo. In dieser Serie teste ich ja regelmäßig die neuesten, die besten und die erfolgreichsten Skills fürs Amazon Echo einmal für euch, damit ihr die dann im Alltag wunderbar immer schön einsetzen könnt. Und in diesem Video geht es um ein Thema, um das mich viele von euch gebeten haben. Es ist eines der umstrittensten Skill-Themen, die es so gibt. Nämlich das Thema, welches Skill ist das beste Nachrichtenskill? Es gibt zunächst einmal natürlich viele verschiedene branchenabhängige Nachrichtenskills auf dem Amazon Echo. Es gibt zunächst einmal natürlich Skills für die Sportbranche, dann gibt es spezielle Aktienskills. Es gibt auch noch Skills, die euch dann einmal täglich die IT-News beispielsweise vorlesen. Aber hier geht es wirklich rein um die Nachrichten, die ihr in Online und die ihr natürlich auch in Printmedien lesen könnt. Da gibt es viele, viele Anbieter. Es gibt die Bild-Zeitung beispielsweise, Spiegel Online ist mit dabei, die Tagesschau. All das sind verschiedene Skills, die auf dem Markt sind und die sich jetzt schon längere Zeit auch teilweise etablieren konnten, teilweise eben nicht. Ich habe für euch alle Skills, die die Nachrichten betreffen, einmal getestet und bin letztendlich zu dem Ergebnis gekommen, es gibt nur einen Gewinner auf dieser Strecke, meiner Meinung nach ein ganz klarer Gewinner, nämlich das Tagesschau in 100 Sekunden Skill. Warum das so ist, werde ich euch im Folgenden einmal erklären. Zunächst einmal lasse ich euch allerdings einmal das Amazon Echo bzw. Alexa kurz erklären, wie das Ganze funktioniert. Alexa, was sind die Nachrichten? Hier ist deine tägliche Zusammenfassung von der Tagesschau. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Regierungsgespräche wegen geplanter Opel-Übernahme. Ihr seht, es funktioniert wirklich absolut flüssig. Das Ganze ist wunderbar geregelt quasi. Jeden Tag gibt es eine neue Art Podcast, sowie auch in der Tagesschau in 100 Sekunden App. Das heißt, die Tagesschau stellt jeden Tag in 100 Sekunden wirklich perfekt in eigener Moderation einmal die News des Tages sozusagen zusammen. Dadurch hat man es wunderbar komprimiert. Man hat keine ellenlangen Texte, die Alexa einem hier vorlesen muss, sondern man hat das Ganze wirklich wunderbar perfekt in diese App integriert. Was finde ich nicht so gut bei den ganzen Nachrichten-Apps, die es gibt, inklusive auch der Tagesschau-App, das ist einfach das Rufwort. Wenn man sagt, Alexa, was sind die Nachrichten, und man hat verschiedene Skills aktiviert, ich sag mal beispielsweise Spiegel Online und die Tagesschau, dann wird immer nur eins von beiden vorgelesen oder beide hintereinander. Und es wird nicht am Anfang gefragt, von welchen Nachrichten sprechen wir oder welche Nachrichten möchtest du hören, Spiegel Online oder Tagesschau. Ganz, ganz großes Minus. Ich hoffe, dass das irgendwann behoben wird. Genau das gleiche gilt für das zweite Weckwort sozusagen. Alexa, was ist meine tägliche Zusammenfassung? Auch da haben wir das Problem, dass einfach fast alle Nachrichten-Apps genau auf dieses Weckwort reagieren. Auch hier wünsche ich mir einfach für die Zukunft, dass das klarer differenziert wird, wenn man dieses Weckwort sagt, dass dann gefragt wird, welche Nachrichten möchtest du hören? A, B, C. Das ist allerdings das einzig Negative. Ansonsten funktioniert wirklich diese Tagesschau in 100 Sekunden Skill-Anwendung einwandfrei. Jeden Tag einfach komprimiert die Nachrichten in Form eines Podcasts. Besser geht es meiner Meinung nach nicht. Und das ist meine absolute Empfehlung für euch. Wenn ihr Nachrichten interessiert seid, ist das Skill absolut ein Muss. Die Tagesschau in 100 Sekunden sollte jeder auf jeden Fall auf seinem Amazon Echo aktiviert haben. Und das soll es gewesen sein von diesem Skill Report. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen zu dem Skill habt oder ihr habt Anregungen und Bitten für die nächsten Videos, schreibt mir das doch bitte einmal in die Kommentare. Ich versuche wie immer alles zu beantworten und versuche natürlich dann gegebenenfalls auch ein Video zu euren Fragen zu machen, wie ihr das von mir gewohnt Zeit. Bis dahin würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr wie immer nichts mehr. Ich würde mich auch sehr freuen, machen ja viele von euch schon fleißig, wenn ihr das Video teilt. Wenn ihr erwähnt werden wollt, ihr habt einen guten Kanal, ihr habt coolen Content, dann schreibt mir das einmal rein. Ich werde mir euren Kanal angucken und werde euch dann in einem der Folgevideos gerne erwähnen. Mache ich sehr, sehr gerne für euch. Und bis dahin freue ich mich auf das nächste Video mit euch und wünsche euch viel, viel Spaß mit der Technik. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao. We'll be right back.
Thank you.